wirklich ein ziemlich chaotisches Rennen, also zumindest von dem, was so auf der Strecke los war. Aber du hast, wir haben so zwischendurch mal gesagt, es ist eigentlich unmöglich, hier einen Zweikampf zu fahren. Bei euch beiden hat das scheinbar einigermaßen gut geklappt. Ihr hattet scheinbar die gleiche Anzahl an Fehlern und seid da gut. Und du hast ganz zum Schluss, das haben wir leider nicht mitbekommen, das würde ich gerne von dir hören, du warst ja auf Platz 3 und bist dann aber irgendwie vorbeigekommen. Was war da, wie ging das? Ja, es war eigentlich wie im ganzen Rennen. Das hängt viel davon ab, wie man überrunden konnte oder wie auch nicht. Mein Kampf mit Carsten war eigentlich nur auf der Uhr. Gesehen habe ich ihn so ziemlich nie, aber passte immer so mit den Boxenstopps, kam er ungefähr hin. Und genau dieses Überholmanöver, wo ich Carsten dann überholt habe, da kam mir mal kurz ein GT in die Quere, da musste er etwas Gas rausnehmen und dann konnte ich an der Seite vorbeifahren. Ja. Mal hat man Glück und mal hat man Pech, das ist. Ja, das ist tatsächlich so. An dich die Frage, ich meine, du bist ja nun wirklich einer der aus meinem Wissen raus altgedienten oder am ältesten gedienten LMP in mehreren Klassenfahrer. Hast du dir Gedanken gemacht vor diesem Rennen, ob der Strecke und der Anzahl der Fahrzeuge, hast du gesagt, ja, völlig egal. Nö, also mir machen diese Rennen riesig Spaß. Ich würde am liebsten mit 50 Autos auf den Nürburgring fahren. Also vom Verkehr her langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Das macht um Welten mehr Spaß wie diese, keine Ahnung, Barcelona, Nürburgring und diesen ganzen, die man jede Woche mal fährt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ist Und richtig. es wird im nächsten Rennen in Road Atlanta wird es ja genauso, denke ich mal. Ja, nicht sehr viel anders, richtig. Ja. Aber zumindest ist Road Atlanta schon etwas, ich sag mal, fahrbarer, was die Rundenlänge betrifft. Also hier ist es ja wirklich, wann habt ihr das erste Mal überrundet? In Runde 2 oder 3? Ja, es hat nicht lange gedauert. Ich habe es nicht drauf geguckt, aber Road Atlanta müssten Rundenzeiten von 1,10, 1,15 sein, wenn ich mich Naja, gut, das hast recht, ist nicht so sehr viel länger, ja. Aber gut, aber da werden wir sehen. Kommen wir zum Drittplatzierten, Carsten. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Wir haben das ja nur ein bisschen verfolgt, aber du hattest, glaube ich, auch das ein oder andere Pech, den ein oder anderen Pechmoment mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das richtig? Also. erinnere. Erstmal Dankeschön. Ja gut, beim Runden. Wo ansonsten? Na, habe ich dich nicht mal ziemlich heftig neben der Strecke gesehen? So rückwärts? Nö. Ich? Ja, dann habe ich dich verwechselt. Das tut mir jetzt ganz leid, aber das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen verzeihlich, weil das war ja nun heute wirklich schwierig, hier ein Auto überhaupt zu erkennen. Carsten, aus deiner Sicht zu sagen, dritter Platz, war das so von, ja, in der Planung oder warst du dann doch ein bisschen überrascht, dass es so gut lief? Ja, jetzt haben wir von der Zeit erlebt, wenn es tut, und auf jeden Fall schon mal am besten angekommen, nicht wie in St. Petersburg. Okay. Ja. Nö, ich hatte schon damit gerechnet, um Top 5. Also Ja. hatte ich mir schon ausgespielt. Da Okay. Fleini ja nicht viel mehr trainiert. Ja gut, der hat ja auch arg Lehrgeld bezahlt heute. Da bin ich mir diesmal ganz sicher. Zumindest haben wir eine Sehne mit ihm festhalten können. Aber gut, insgesamt auch ein bisschen Bammel gehabt vor dem Rennen oder auch ähnlich wie Thomas. Ja, geil sowas. Nein, einfach nur weil drauf. Okay. Ja Das macht gut. schon Ich platt. habe jetzt nicht wirklich was anderes erwartet, aber ich dachte, fragst du mal trotzdem. Ja, Carsten, keine Frage. Also super Sache. Die ersten drei hier, Jonathan Erdschin, Thomas Batzke und Carsten Riemichen in dieser LMP-Serie, in der LMP-Klasse. Also großartige Geschichte. Kommen wir zur GT-Klasse. Leider fehlen uns da ein paar Leute. Das heißt, die ersten beiden, der Johannes Schafranka und der Roberto Schünemann, sind uns verlustig gegangen. Wahrscheinlich ob dieses Rennens sind die erstmal unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch kommen. Falls sie uns hören, falls ihr die Lautsprecher so laut habt, dass ihr unter der Dusche den Livestream hören könnt, bitte meldet euch noch, kommt hier noch mal fix rein, wäre nett. Kommen wir zum Jochen. Jochen, mein Lieber, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, hatten wir dich schon mal hier im Interview? Ja, letztes Mal, vor 2 Wochen. Letztes Mal. Ja. Gut, okay. Dann, weil ich hatte so, habe ich jetzt auch zum Schluss noch zu Matthias gesagt, der ewige Vierte, aber dann ist es nicht ganz richtig. Aber mal hier als GT-Fahrer, ganz ehrlich, hat das Spaß gemacht als GT? Ja, natürlich, Fahren macht eigentlich immer Spaß, aber er war saumäßig ansteigend.
muss man schon sagen. Also das ist gerade so in die Nacht hinein, dann im Dunkeln fahren, die LMPs sieht man schlecht im Rückspiegel, also war sehr, sehr extrem heute. Schlimmer wie Petersburg. Okay. Ja, aber letztendlich ein ziemlich versöhnliches Ergebnis, würde ich meinen. Du hast Robin Ricke hinter dir gelassen, Platz 3 aufs Podest gefahren. Gab es denn irgendwelche Szenen so im Rennen, die jetzt, sage ich mal, deine Erregung gesteigert haben? Also ich spreche jetzt von der normalen. Der muss ich mal meine Frau fragen. Nein, genau die Erregung meinte ich nicht. Nee, also es ging im Großen und Ganzen gut. Ich bin auch nicht ganz auf der letzten Relle gefahren. Wie gesagt, weil ziemlich anstrengend waren die LMPs links, rechts, wenn es noch möglich war, oben unten noch vorbei. Und ich habe halt nur geschaut, dass ich einigermaßen auf der Strecke bleibe dann. Okay. Und es ging im Großen und Ganzen, ging es den Überrundungen. Waren ein paar, zwei, drei heiklige Situationen dabei, wo ein LMP quer vor dir steht und so. Das war so die ersten 10, 15 Runden. Aber dann hat man einigermaßen den Flow gefunden, dann ging es einigermaßen gut. Okay. Also auch nochmal an dich herzlichste Glückwünsche und wir sehen uns in 14 Tagen, hoffe ich mal ganz schwer. Danke. Würde ich mal in Ermangelung der ersten der beiden Führenden, würde ich mal den Robin bitten, sein Mikrofon anzumachen. Au, der hat sofort reagiert. Ja, Robin, was war los heute? Nur Platz 4 oder Gott sei Dank Platz 4? Ja, Gott sei Dank Platz 4. Zuerst lief es eigentlich ganz gut. Ich konnte die Pace von den ersten beiden so einigermaßen mitgehen bis zu den Überrundungen. Ab da sind sie mir eigentlich durchgehend weggezogen. Da konnte ich auch nichts mehr machen. Und dann in Runde 17 oder 18 hatten sich zwei LMPs vor mir ziemlich lieb. So lieb, dass sie sich dann beide direkt vor mir drehten und dann konnte ich nicht mehr ausweichen. War zum Glück direkt vor der Box, so musste ich dann an der Box, hatte dann einen Reparaturstopp von 130 Sekunden und somit war mein Rennen eigentlich schon gelaufen. Dass ich dann noch bis auf Platz 4 vorgefahren bin, das wundert mich auch jetzt noch. Mhm. Ja, wir haben uns auch ein bisschen gewundert, weil wir haben nicht mitbekommen, was bei dir passiert war und was auch ein bisschen schwierig war. Ich glaube, hier hätten heute 5 Kameras auf der Strecke, feste Kameras auf der Strecke verteilt, genügt, um alles mitzubekommen, so dass man auch 5 Leute gehabt hätte, die das kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen natürlich sensationelle Action, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du am Schluss noch, wir haben dann irgendwann auch gesagt, wie jetzt der Ricke, auf, weiß nicht, wo du da warst, 5 oder 6, kann ja gar nicht sein. Wo kommt denn der her? Ähnlich wie beim Jonathan. Aber hat ja dann wirklich gut geklappt. Und auch an dich die Frage, hat das Spaß gemacht? Also die Schweißperlen lief. Also es hat wirklich saumäßig Spaß gemacht. Also es war ja, das ist schön. Eines von den Rennen, die ich mir auf jeden Fall, wo ich immer gerne wieder drauf zurückgreifen werde und mir das öfters mal, glaube ich, angucken werde. Für die Enkel, genau. Genau, also das war wirklich ein schweißtreibendes Rennen, aber es hat saumäßig Spaß gemacht, also das muss man sagen. Ich hatte schöne Fights und ja. Gut, dann, wie gesagt, auch nochmal an dich, Gratulation, dass du glücklich bist darüber, den 4. Platz eingefahren zu haben. Das hätte ja auch, deine Motivation hätte ja auch eine andere sein können bei den bisherigen Ergebnissen. Nee, das war Maximum heute, da ging nicht mehr. Okay. So, dann würde ich sagen, aus unserer Sicht, mein lieber Matthias, wir haben sicherlich ein abwechslungsreiches Rennen gesehen. Wir haben wieder fast wie in St. Petersburg kaum reagieren können, weil es war heute auch noch dunkel. Wir haben noch nicht mal gesehen, wer da fuhr. Aber völlig egal, es war ein spannendes Rennen und vor allem zum Schluss dann in der LMP-Klasse hat es dann nochmal richtig reingehauen. Und es war mal etwas anderes und ich denke, wir haben in 14 Tagen wieder zusammen Spaß, mein lieber Matthias. Auf jeden Fall, Lutz, da bin ich wieder am Start, gemeinsam mit dir und vielen Dank an alle Fahrer, die uns hier so einen vergnüglichen Abend bereitet haben und natürlich wie immer auch vielen Dank an dich, Lutz, für den Service, den du uns hier anbietest. Naja, den Service, den mache ich nicht immer gerade selber, weil das macht hier mittlerweile wirklich Spaß, ähnlich wie bei Jens Burkhardt da in der RSA. Das sind einfach Rennen, die zu moderieren, macht einfach mehr Spaß als irgend so ein stupides Formel-1-Rennen oder sonst dergleichen Dinge, wo immer wieder dasselbe ist und wo kaum Action passiert oder, ja, egal. Wollen wir nicht weiter philosophieren, was jetzt hier mehr Spaß macht. Hier macht es jedenfalls tierisch Spaß und ich mache es auch immer wieder gerne und wir werden sehen, was sonst noch so passiert. Wir sehen uns in 14 Tagen wo?
In Road Atlanta. In Road Atlanta, genau. Genau, sagte ja der Thomas vorhin. War jetzt auch nur eine Testfrage. Gut. Also. Hättest mich fast gehabt. Ja, genau. Naja, mir ging es jetzt nochmal wegen der Boxenstopp-Strategien, die Vorgaben, die es hier so gibt. Und wollte ich nochmal nachfragen, ob du denn den Rennkalender weißt. Im Zweifel zwei nutzt. Ja, genau. Im Zweifel sind zwei vorgeschrieben, genau. Alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen hier bei unseren Zuschauern. Und es war ja heute wirklich die Hölle los. Es ist eigentlich schade, dass an so einem Tag, wo solche Rennen stattfinden, noch fünf oder vier weitere Streams sind, wo sich die Zuschauer dann auch so ein bisschen verteilen. Aber ist nun mal einfach so, was soll ich machen? Und eigentlich ist es ja auch schön, dass es so ist. Wir bedanken uns bei allen, die hier uns treu geblieben sind und wünschen euch noch einen schönen Restsonntag, der immerhin noch fast etwas über eine Stunde und 20 Minuten hat und dann natürlich eine schöne Woche. Ich sage tschüss, tschüss und wir sehen uns in 14 Tagen hier wieder auf Kanal 1 bei Simmels TV. Bye, bye.